Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Snackity und von Rebus, dem Shuttle-Service an Ihrer Rennstrecke. Herzlich willkommen zum nächsten Qualifying der 3-Stunden GT-Series. Wir sind beim letzten Qualifying, nämlich in Sebring. Ja, und im Hintergrund sehen wir auch schon die Strecke in einer relativ schnellen, in einem relativ schnellen Durchlauf. Ja, heute finales Qualifying. Ich bin persönlich sehr, sehr gespannt, wer sich auf die Pole setzen wird, wie es so ausgewählt und wenn er morgen die besten Chancen haben wird. Ja, wir sind in Florida, USA, also kein Europaland oder keine europäische Strecke diesmal, sondern eben US-Boden. Ja, wir sind auf einem relativ alten Flugplatz, also der Strecke oder der Asphalt oder ja, eher sogar die Betonplatten sind nicht mehr eben die besten. Und ja, von dann müssen wir dann auch direkt los, und ich würde sagen, viel Spaß. Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Snackity und von Rebus, dem Shuttle-Service an Ihrer Rennstrecke. Ja, da ging es dann eben auch los, das Qualifying, finales Qualifying, 2 Stunden lang hier aus Sebring. Wir haben relativ, ja, enttäuschend wenig Autos heute gesehen. Wie auch schon in Frankfurt ähnlich, nur 14, 15 Stück. Tommy Hofmann fuhr einen Test-Qualifying mit, deswegen auch in so einem, ja, weißen Skin oder vielleicht sogar schon grauen Skin ohne irgendwas Sonstiges. Und ja, hier sehen wir auch schon die Strecke nochmal etwas im, ja, und dann haben wir das eben auch Hamburg. Ja, er kann heute, oder er muss, an diesem Wochenende nicht heute, also heute wäre würde eine Pole schaden und morgen eben ein Sieger auch nicht. Ja, er kann Meisterschaftssieger werden, hält ihm ja fast nichts mehr aus, er muss eigentlich bloß das Rennen durchfahren, weil wenn nämlich nicht mehr als 16 Leute mitfahren, dann wird es eh nichts. Und sowas, dann müsste er also eben gewinnen, und ich meine, hier kann alles passieren. Naja, gut, ja, Jogo fuhr auch, und da sehen wir eben schon seinen, ja, WM-Rivalen, Meisterschaftsrivalen, wie man es auch immer nennen möchte, und Jogo verbremst sich und geht da auch off-track, und ja, die ersten Fehler waren da, und man hat auch gesehen, die Strecke ist nicht die einfachste, obwohl sie eigentlich so einfach aussieht, muss man sagen, schwieriger als Frankfurt, ist sie trotzdem ohnehin allemal, aber naja, gut, auslosende Zeit, die Probleme, er hat viel trainiert gehabt für dieses Wochenende, mal gucken, ob er es dann eben umsetzen kann morgen, im Rennen, im finalen 3-Stunden-Rennen hier in Sebring. Wir hatten ja auch gleichzeitig an diesem Wochenende noch ein Finale, ja, und dann geht es eben, ja, auch in 2 Wochen dann mit der neuen Season los, ACFL, also Formel 1 2018, und ja, auch Preseason-Testing, wo es das eine zu Ende geht, fängt dann auch immer mal das andere an, und zwar von der GT-Rallye, und ja, auslosende Zeit, die Probleme, ja, und Hamburg fährt es über Startziel. So. Und das ist erstmal die Pole für ihn hier. Beim finalen Rennen. So, wo geht's jetzt hin vielleicht? So, da sehen wir jetzt Juro. Auf der langen, langen Geraden. Also auch da wieder. Ja, gut, wie soll ich sagen? Also an sich, hier die Kurve. Sehen wir es auch schon, dass da die Reifen bestimmt blockieren. Sehen wir bei der Kurve besser als beim Porsche. Ja, an sich, Sebring war bisher einmal, das war GT3 Liga, da hat ja Slosen, das war ich weiß, gewonnen. Racing wurde, glaube ich, sogar 2. oder 3., weiß ich gerade nicht genau. Jogo fuhr dann auch erstmal, das ist okay, Platz 7 für Jogo, okay, auch mal ganz interessant. Der Spider-Rider, er kann heute leider nur ein paar Ründchen von der ersten halbe Stunde nur da sein. Und auch Bobotron hat gute Chancen auf einen Podiumsplatz an diesem Finale, hat ja schon einen in dieser Season gesammelt. Das war, ich weiß, war das auch auf der Nordschleife. Und ja, auch er. Und Bobo schmeißt weg. Bobo schmeißt sein Auto weg. Das ist auch ein kleiner Einschlag. Ich glaube, ich hoffe, dass da vom Team aus nichts weiteres passieren wird. Ja, Slosnell, er fuhr. Und fuhr und fuhr. Und jetzt sind wir hier gerade auf einer weiteren schnellen Runde. Aktuell hätte er die Zehntel für die Pole. Und da ist der Verbremser. Und das war's. Ja. Zu viel Überanstrengungen auf dem Bremspedal. Und das war's es auch mit dieser Runde. Erstmal ungültig und zweitens, ja, langsamer, ganz, ganz klar. Ja, Slosnell, für ihn lief es über die Saison überhaupt nicht. Also, ja, das sehen wir jetzt Hamburg, er schafft die Kurve. Und ist auch noch einfach eine Hotlap. Alles klar. Ja, für Slosnell lief überhaupt nicht gut. Es ging normal los auf der Nordschleife auch, würde ich sogar gesagt haben. Klar, viele Fehler, aber war ganz in Ordnung. Spa, ich glaube, so war das Slosnell-Problem. Dann war das auch jetzt so wieder vorbei. Da wurde er auch, glaube ich, nur Vierter. Ja, und dann ist ein Wutwochenende in Brands Hatch mit der Überrundung da in der ersten Kurve, was ihm auch der Rennsieg kostete am Ende. Dann Spielberg, da hatte er ja dann mal Hamburg ein bisschen Pech, was die Überrundung betrifft. Oder betraf. Ja, ist also auch wieder nur hinter Hamburg. Dann in Silverstone, endlich der Fluch hat ihm geholfen quasi von der Strecke. Auch letztens in Sanford wieder super gefahren. Und ja, jetzt muss er eben heute gucken. Oder an diesem Wochenende eher gucken, haben wir heute bloß gucken. Heute klar, Paul würde, glaube ich, ja, so ein bisschen was sein, aber jetzt gucken wir erstmal.
ist auf seiner Outlap, eigentlich auf seiner Outlap, aber die ist eben ungültig. Slow Snow Martini Racing, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ja, was denn so passieren wird. Ja, jetzt sehen wir die letzte Kurve. So, da kommt Hamburg jetzt über die Linie. Wird's was oder wird's nichts? So, er fährt drüber und das ist keine Zeitverbesserung bei Hamburg. Hamburg bleibt erst einmal bei seiner normalen Zeit. Keine Zeitverbesserung hier vom Puma-Piloten. Ja, jetzt lassen wir wieder für eine Runde. Wir können das Spiel in 2 Stunden mit 3 machen, aber nicht. Naja, gut. Schade. Hamburg nicht schneller, aber mal gucken, ob es das schneller fahren kann, die jetzt hier die Runde. Und zwei Leute, ist gerade aus, dann sehen wir nach Bobotron. Und Slowsnell, ach du Heilige, Slowsnell heftig eingeschlagen, oh. Das Ding ist das auch, ja, das war's, würde ich erstmal so gesagt haben, erst einmal. Für die ersten Minütchen. Das hier war schon die Replay wahrscheinlich von, ja. So, dann bremst die an in diesem Mittelteil, oder Mittelteil, der Anfangskurventeil hier. So, hier kommt dann, hier kommt zu weit raus und dann Auto, ja gut, da kannst du nichts mehr dagegen tun. Hier haben wir ja so eine spezielle Schicht, muss ich sagen. Man denkt, das wäre ganz normales Cross, aber ist es so ein bisschen Zandvoll mit drin, so ein bisschen Gemische, würde ich sogar behaupten. Naja, gut. Ja, Slowsnell wieder on track, haben inzwischen eine halbe, dreiviertel Stunde vergangen und da, wer hält ihn denn da auf? Ist es Angus Hu oder ist es Bobo? Auf jeden Fall einer von den beiden. Wissen es nicht. Auf jeden Fall fährt Slowsnell jetzt hier. Kommt rein in seine Runde. Sie ist nicht schneller, ist ja klar, wegen dem Aufhalt, dass sie in der letzten Kurve, aber jetzt hat er hier eben hier, jetzt hat er hier eben die Kurve vor sich und auch da ist wieder Vorsicht geboten, würde ich so behaupten. Denn generell hier die Strecke lädt nicht so eins zum Überholen und ja, der bricht auch ab. Slowsnell bricht ab. Da ist immer Tommy Hofmann, Poker, Hamburg, ja. Und da sehen wir Send und auch Send auf Abwägen. Auch er hat noch was zu reißen. Genauso wie Hayes, muss man gesagt haben, das ist immer so ein Krüll, der ja eine durchwachsene Saison hat. Mittelteil nicht mitgefahren oder zumindest Rennen 3 bis 4 bis 5. Genau, Rennen 3 bis 5. Ja, Hamburg. Mal gucken, ne? Ich bin nochmal sehr, sehr gespannt, ob er uns irgendwas liefern kann. Irgendwas Wichtiges vor allem. Poker! Auch er ist noch in einem Kampf verwickelt, nämlich gegen MyTimo. MyTimo muss aber auf jeden Fall vor Poker sein in dem Rennen morgen dann. Und ich glaube, dass es relativ schwierig werden kann hier für ihn. Poker aktuell auf der 6. Position. So, jetzt sehen wir hier Zen, Poker hinter ihm, okay. Und Palis davor, im Palis aber auf einer Outlap, wir beiden hier, aber Zen blinkt da auch schon rum. Sen hat inzwischen auch mal die Flashlights für sein Leben entdeckt. Ja, und Sen ist gerade schneller. Gerade 7 Zehntel im Tag und Poker ist hinter ihm. Na gut, ich meine, jetzt hat Sen natürlich das Vorrecht, aber Frage ist, ob Poker da jetzt hier hinkommt. Ja, Pali, der ist aktuell auf der erstaunlicherweise 3. Position. Also, Pali hat große Chancen. Wenn er nämlich da bleibt, läuft und dann auch der 4. hinter ihm. Dass er morgen die beiden Führenden angreifen kann. Und das, ja. Pali, man hat es gesehen, hat in dieser Saison auch relativ viel Unluck, muss man gesagt haben. Sei es Silverstone-Rennen als Beispiel, sei es aber auch Brands Edge-Rennen. Ich glaube, Silverstone-Rennen war am peinlichsten, dass das sich Deutsche Bahn abschließt. Zum Poker kommen oder vielleicht mal somit das Stand erstmal durch, schätze ich. Da blinkt es auch gerade, okay. Jetzt sehen wir sein. Schafft er die Zeitenverbesserung? Sind wir mit live mit dabei oder nicht? Ist jetzt leider nicht eingeblendet, ist in seinem Lenkrad, aber die Daten zeigen uns, dass er jetzt Poker geht oder lässt hier Pali vorbei. Jetzt hier ist jetzt hier mal Send. Mal gucken, schafft Send auf seine Runde zu bringen. Auto hat er 2 Minuten 4. Auf was wird er kommen? 2 Minuten 4, 2. So, und das ist 2 Minuten 3. 6. Okay, gut. Ist eine Zeitverbesserung. Auto ist immer noch letzter. Und das Thema. Oh. Angus Hu. Sein Vordermann. Okay, zufälligerweise gerade. Hier. Oh, und auch er kommt da leicht off track. Also auch da wieder. Ja, große Gefahr von ihm. So, da sehen wir jetzt Hamburg auf Startziel. Das sieht nach einer guten Runde aus. Wir sind oben und wir sehen auch die Zeit, wie die mitläuft. Ist es erstmal Paul oder ist es keine Paul? Und es ist aktuell die Paul. Hamburg, neue Zeit. Gerade war noch Slowsnell, dann ist Hamburg, bremst es mal ab und freut sich hoffentlich. Das sehen wir auch bei Leute könnt hören. Aktuell fehlt aber auch, er hat aktuell die Zeit auf Pali. Er hätte aktuell die 10 Uhr brauchen würde. Um erstmal auf P3 zu ziehen und sich damit aktuell zu qualifizieren. Letzte Kurve noch. Wenn die gut geht, dann ist er P3. Sie muss es ja auch gut nehmen und er nimmt sie nicht gut. Nein, das hört sich. Oh, und das ist ein Einschlag. Heftiger Einschlag. Okay, ich glaube, ich bin dann eingeschlagen. Somit auch, ja, für ihn die Runde erstmal vorbei, ist ja klar. Und auch wahrscheinlich erstmal ein paar Minuten vom Qualifying. Das dauert nämlich zu reparieren.
So, Replay, jetzt kommt das Ganze nochmal an. Onboard mit dabei. Ja, verliert er einfach das Auto und dann, ja, wenn nicht mehr retten können, da ist der Boden so schmierig. Quasi, man rutscht hier auch in der dann erstmal schön in die Wand. Und da sind wir oben bei Yogo mit einem fetten Verbremser. Zeigt er sich hier aktuell? Ah, Poker. Sein Teamkollege, Poker. Der neue Skin von Yogo wird dann zum Rennen vorgestellt. Hat vergessen, der wird aber auch, ja, halt wieder vom Poker aus hin, nur halt mit der roten Streifen. So, wir sind jetzt bei Slosnell. Slosnell kann es schaffen. Aktuell hat er die Zeit, wo er auf Hammer bräuchte. Muss man die Frage, was er nutzt. Große Frage, ne? Aber bin ich mal relativ gespannt. Sebring, ich merke schon, spannendes Qualifying bisher. Also, ein paar Flügel bisher gesehen, ein paar Verbremser, richtig heftigen Einschlag bisher von Lock and Turn auf jeden Fall. Hoffentlich passiert jetzt nicht mehr, weil, ne, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie Red Flag oder sowas haben. Gab es, glaube ich, bei AC bei uns noch nie, Gott sei Dank, muss man gesagt haben. Ich glaube, nur fast sogar bei unserem ersten AC-Liga-Rennen, das war bei der Formel 3 Liga. Liga-Rennen, nicht Testrennen. Da hätte es beinahe noch, oder da gab es, glaube ich, auch einen Restart vom Server, da konnten einige nicht mitfahren, leider damals. Ja, damals war noch ganz andere Zeit, würde ich sagen, als jetzt. Also, aktuell sehen wir ja, das Thema hier ist los auf der langen Stadtziel, genau, auf der langen Gegengrand zu Stadtziel, jetzt rein in die letzte Kurve hier. Die muss man richtig gut nehmen, dann hier den Ausgang nicht zu weit nehmen, die kann man auch ganz, also zuerst ausnahmen und dann voll in den Rhein ziehen, in die engste Linie fahren. Er macht jetzt andersrum und ja, mal gucken, was es wird. Sieht gut aus. Ja, das ist die Pole erstmal. Slosnell setzt sich wieder auf die Pole. Oh. Wir haben wahrscheinlich nicht so freuen. Wir sind bei Poker. Und, oh, und Yogo. Oh, und Yogo ist eingeschlagen. Yogo ist eingeschlagen erneut. Und ich glaube, dass da nicht so viel passiert ist. So, jetzt sind wir hier bei Hamburg. Er kommt drüber und das ist nicht die Pole. Nein, das waren 2 Minuten Nuller Zeit. So, wer fährt noch drüber? Sören Kröll. Sören Kröll auf einer richtig, ja, schlechten, kann man jetzt nicht sagen, aber nicht auf seiner Pace, wo der letzte Rennen beendet hat. Nämlich auf der dritten Position. Also Top 3, ja, da ist er aktuell parallel und Lock and Turn, wie schon gesagt, auf 3 und 4. So, Sören Kröll kommt jetzt erstmal die Linie. Da sehen wir schon, dass er dabei 2 Minuten ist. So, und auch er verbessert sich erst einmal nicht. Das war in den 2 Minuten 2-2. So, Timo haben wir auch noch nicht gesehen. Ich würde gerne mal was von Palli sehen. Bei den DB. Palli aktuell auf 3, Timo auf nur auf der 12, okay. Was auch mal da los ist. Würde mich auch mal so nebenbei interessieren. So. Jetzt, okay, wo geht's jetzt hin? Es geht zu Slosnell. So, jetzt Slosnell. Weitere Runde. Aber aktuell auch nicht schneller, also. Das wird knifflig, hier eine Zeit rauszuholen. Also wir sind jetzt bei Hamburg. Und Hamburg schmeißt fast weg. Huhuhu. Hamburg schmeißt fast weg und somit auch die Runde. Er war minimal schneller. Jetzt sind wir wieder bei Hamburg. Hier, oh, und der Drill. Jo, okay. Schmeißt eine neue Runde weg. Okay, schade. Und ist die Kurve gerade sehr, sehr gut. Stylisch durchgedrückt, muss ich gesagt haben. Also muss man gesagt sein. So, wir sind bei Leuchtentüren. Der auf einer Outlap ist, da sind wir noch Race to Win. Der fällt gerade und der ist auch gerade schneller. Der wäre gerade auf P8 Kurs. So, und was mache? Leute können hören in Gedanken anscheinend und Race to Win ist in der Wand. Schade. Also, wir nochmal eine Replay. So, jetzt gucken wir uns nochmal an. Also FPR, Leute, ihr merkt, okay, da kommt jemand und ja, ich dachte sich schon so, ja komm, ich zieh's mal innen rein, wird zwar eh nichts, aber schade, muss man gesagt haben. So, jetzt sehen wir mal, kommt das da auch sich so, jetzt hier genau. Er merkt, okay, der geht nicht auf die Seite. Ich zieh noch rüber und da zieht er genau, ja gut, da kannst du nichts tun, da hilft er auch kein Bremsen mehr. Ihm hilft einfach nichts mehr, ganz einfach. So, jetzt gucken wir mal, Leute, war ja auch relativ langsam unterwegs, genau. So, dann war ich ja schon den Gedanken, ne? Sieht dann bloß noch, okay, da kommt er und ich fahre mal nach rüben. Ja, und dann, ja, tschüss. Und dann, ja. Bei ihm sieht es eigentlich gar nicht mehr so, ne, verkehrt aus. Aber bei Resume wird es eigentlich erst klar. Also, sehen wir es noch aus der Sicht. Da müssen wir, aber ich glaube, ich auch mehr erkennen. Oh, der stimmt da voll hinten rein. Ja, gut, da kannst du nichts dagegen tun. Und ja, auch Locke heute mit Schaden und auch Race to Win mit relativ viel Schaden. Ich glaube, ja, ging wieder. So, sehen wir jetzt Race to Win. Okay, der hat seine Runde auch gesehen. Was macht denn Hamburg? Boah, alles klar. Okay.
Okay. Ich glaube, und dass das vielleicht sogar eine rote Flagge jetzt wert ist, oder? Ich weiß es nicht, aber Restwind steht auf jeden Fall schon mal off track, aber heftiger Überschlag hier von ihm. Hamburg verliert sein Auto und kracht da voll in Race to Wins Auto. Das geht so nicht. Race to Win ist aber okay und Hamburg genauso. So kann ich mal sagen, so, er bremst ja ab und ist neben der Strecke quasi und dann fährt Hamburg da voll und dann fliegt er über die Strecke. Boah. Crash auf die hier, würde ich sagen. Und dann hier auch noch in die nächste Wand fast rein. Der ist jetzt drin. Halleluja. Sehen wir es mal aus Bobos Sicht aus. Der fuhr da ja und sieht das plötzlich nur noch. Gucken, ob es ihm was ausgemacht hat. Ja, ihm hat sogar was ausgemacht. Wahrscheinlich entweder weggeschmissen oder erschrocken. Ne? Und ja, wir sind bei Hamburg. Schafft er es jetzt oder schafft er es nicht? Wir haben nur noch knappe paar, also wir haben nur noch ein paar Minütchen. Kann es Hamburg jetzt schaffen, hier in dieser Runde was zu reißen? Ne? Ich bin nochmal relativ gespannt. Aktuell hätte er zwar die Pole, aber ist natürlich nochmal unterbieten. Ne? So. Mittelteil ganz gut gefahren, würde ich sogar sagen. Jetzt hier aufpassen, genau. Jetzt hier die lange rechts, oder die rechts gerade, wie ich sie zumindest nenne. So, jetzt hier Kurve, jetzt schön anbremsen. Gucken, ob es gut geht bei ihm. So, bremst relativ spät. Nimmt er auch einiges in Kauf dafür. So, die Kurve da ganz, ganz gut gestanden. Jetzt kommt der Mittelteil, einer der kniffligsten Teile der Strecke, muss man sagen. Ersten paar Kurven, sogar der ganze erste Sektor sind bis auf die erste Kurve relativ einfach zu fahren. So, hier die Kurve auch wieder perfekt den Scheitelpunkt treffen. Hat er gemacht, perfekt getroffen. Ausgang auch ganz gut erwischt. Oh, da ist der Minibus über den Körper drüber, aber ist egal. Den Körper hier darf er nicht berühren, sonst passt alles. So, jetzt hier die Kurve auch wieder perfekt treffen. Da muss alles perfekt drehen. Da kommt er auch leicht off-track, aber das nützt ihm schon nicht. Der hat sogar gerade ein paar Delta. Paar Deltas, genau. In seinem Delta ist er auch grad, hat er auch gerade ein paar Sekündchen gefunden. Also Tausendstel. Gucken, ob es ausreicht. Ah, jetzt kommt der Minimas Aufsteiger, aber er kann es retten. Hamburg badet den Fehler sofort aus. Also, das ist auch sowas, wo ich mir denke, das kann nicht jeder. Wir sind es bei Slowson, der macht auf seinen Labs nie Fehler quasi. Der braucht es gar nicht, in Anführungsstrichen, können. Natürlich kann das auch, aber Hamburg, der macht da manchmal zu viele Fehler, also, was heißt zu viele Fehler, der macht dann manchmal einen Fehler und dann bringt das aber gleich wieder in Ordnung. So, jetzt hier letzte Kurve, schön reinbremsen, genau. Und jetzt hier genau die engere Linie, würde ich sogar mehr empfehlen. Und er nimmt sie. Er nimmt die Linie, wo ich gemeint habe. Und das müsste die Pole Lap sein. Ja, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus. Und das ist die Pole hier zum letzten Qualifying von Hamburg. Glückwunsch dazu. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von Snackity und von Webus, dem Shuttle Service an Ihrer Rennstrecke. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von Snackity und von Webus, dem Shuttle Service an Ihrer Rennstrecke.